Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zur Pokémon Goldenen Edition. Ja, es ist einiges passiert seit der letzten Folge. Wie versprochen habe ich ein Ditto gefangen. Und genau, wir können hier einmal schauen. Lorblatt haben wir nämlich. Lorblatt, Laub. Die Blätter um seinen Hals verbreiten einen würzigen Duft, der beim Einatmen den Kampfgeist anregt. Genau, das haben wir, ohne es bisher vorgelesen zu haben. Dann haben wir noch... Togepi haben wir nicht vorgelesen. Togepi, Zackenball. Seine Schale ist voll von Freude. Es teilt sein Glück, wenn man es freundlich und gut behandelt. So, genau. Paras haben wir vorgelesen. Myraplat, Traumato, Ditto. Genau, das haben wir jetzt gefangen. Ditto, Transform. Es kann sich in alles verwandeln, wenn es schläft. Verwandelt es sich in einen Stein, um sicher zu sein. Da staunt ihr. Genau, dann haben wir noch, das haben wir alles vorgelesen. Macholo haben wir noch nicht vorgelesen. Macholo, Kraftpotz. Da es vor Kraft strotzt, hebt es zum Zeitvertreib Felsen. Dadurch gewinnt es an zusätzlicher Stärke. Sonst noch irgendwas? Evoli haben wir noch, genau. Evoli, Evolution. Es verfügt über die Fähigkeit, seinen Körper perfekt an die jeweilige Umgebung anzupassen. Aber genau, das war's. Richtig. Und was wir haben, ist einmal hier Harald, der jetzt 3 Level aufgestiegen ist, dadurch, dass sich die Traumatos und die Radfratz, die zwischen den, die aufgetaucht sind, bevor das Ditto kam, besiegt haben. Genau, 3 Level-Ups hat er jetzt und hat auch noch Ruckzuckhieb erlernt. Und es hat die Flinkklaue von mir bekommen, falls es doch mal langsamer sein sollte als irgendein Gegner, dass es dann schneller kämpfen kann. Genau, und wir haben hier ein Ei. Was ich mit dem Ditto schon gemacht habe. Das wird unser Teampartner Nummer 3. Allerdings kann der dann erst später richtig benutzt werden. Warum, das erfahrt ihr, sobald es ausgeschlüpft ist. Bisher bleibt es noch mein kleines Geheimnis. Aber der findige Zuschauer kann sich denken, warum wir jetzt ein Ei haben, weshalb ich unbedingt züchten musste. Denn ich musste es ja irgendwie anstellen können mit den Pokémon, die wir gerade schon vorrätig haben, ne? Das muss man bedenken. So, ein Zubat. Ja, das kannst du behalten. Vor allem, ja, Level 2. Das lohnt sich auch nicht, das zu bekämpfen. Kannst du vergessen. So. Ach ja, noch mehr Pokémon. Natürlich noch mehr Pokémon. Sorry, Kleinstein. Brauchen wir auch nicht. Genau, aber ich habe uns schon mal nach Viola City bewegt, nachdem ich das alles gemacht habe, wie ihr gesehen habt, einfach damit wir ein bisschen Zeit sparen können. Genau, Zertrümmerer können wir ja jetzt auch, deswegen können wir hier entlang und haben ein Pokémon unter dem Fels hervorgebracht. Ein Potrott! Oh, wie cool! Ich wusste gar nicht, dass es hier Potrott gibt. Ich meine, im Prinzip kann ich damit eh nichts anfangen gerade, weil wir später noch eins bekommen. Potrott bekommt man nämlich geschenkt. Zumindest zeitweise. Deshalb brauche ich es eigentlich nicht, aber ich wusste nicht mal, dass es die hier gibt. Das ist wirklich cool. Okay, das gefällt mir. Ja, hat uns ein bisschen umwickelt. Ich probiere es trotzdem mit Harald zu besiegen. Level 15 können und Potrott ist ja schon gar nicht mehr so unselten. Vielleicht ist es ja ein ganz guter XP-Lieferant. Ne? Da würde ich mich freuen, wenn das wirklich so wäre. So, und dann fehlt es nur noch ein Angriff und dann haben wir es geschafft. Ne, kleines Harald. So, ach ja, stimmt, wir haben eine Zugabe abbekommen. Wir haben keine andere Wahl, außer Kopfnuss einzusetzen. Ah, und jetzt kommt ein Volltreffer, na gut. 171, ja, das habe ich mir ehrlich gesagt besser vorgestellt, aber naja. Ist in Ordnung. Zeigt mir nur, dass ich kein zweites besiegen werde. Und ja, ich wollte es da trümmern. Ich wollte nicht abbrechen. So, okay. Du Miesel! Moin! Du auch hier? Du Miesel ist so ein doofes Pokémon. Ich mag Du Miesel nicht, aber... Ja, wenn es einmal hier ist. Wir können es probieren. Ja, guck mal. Hat sogar geklappt. Du Miesel, Schlange, wird es entdeckt, flüchtet dieses Pokémon, indem es sich mit seinem Schwanz in den Boden gräbt. Ja,
Nein, Dummiesel kriegt keinen Spitznamen. Dummiesel geht einfach in seine Box und kann da auf ewig bleiben. Und irgendwann ist es, glaube ich, an der Zeit, dass ich uns mal einen Schutz kaufen sollte, weil sonst... Ja, ihr wisst, was ich meine. Sonst drehe ich hier noch durch. Okay, ich gehe mal runter vom Fahrrad. Vielleicht ziehen wir dann weniger Pokémon an. Wir können hier auf jeden Fall noch nach oben mit Zertrümmerer. Haben wir da irgendein Pokémon entdeckt? Ein Krabbi! Ja, Krabbi. Ist in Ordnung. Probiere ich sogar zu fangen. Können wir nämlich noch gebrauchen. So, ja, einmal Klammer, ist in Ordnung. Nochmal ruckzucki. Ja, sehr schön. Blubber, von mir aus. Stört mich relativ wenig. Zur Not kriegt Harald gleich einen Trank verpasst, wenn es allzu schlimm wird. Ich probiere mal den Köderball, auch wenn wir es nicht geangelt haben. Kann es trotzdem funktionieren, weil es ein Wasser-Pokémon ist? Ja, fast. Na gut. Na gut, na gut. So, dann nehmen wir halt wieder Superball. Wir müssen bald mal wieder Bälle kaufen. Wir sollten mal einen guten Vorrat uns ranschaffen. Ja, geht doch. Krabbi wurde gefangen. So, Krabbi, Krabbe. Bei Gefahr tarnt es sich, indem es sich in Blasen aus seinem Maul hüllt, um größer zu erscheinen. Sehr schön. Krabbi kriegt auch keinen Spitznamen, aber gut, dass wir es haben. Gefällt mir. Da haben wir noch ein Elixier. Das kann dann gleich in unseren PC gelagert werden. Och, ey, Pokémon. Ich kaufe uns echt Schutz. Demnächst kaufe ich es uns. Schon ganz bald. Keine Sorge. Ja, Höhlen und so. Wach. Auf Dauer wird man da bekloppt, wenn man keinen Schutz hat. So. Hier einmal Hypertrank. Sehr fein. Ach, Leute. Ihr geht mir auf den Keks. So, das schnappen wir uns. Ein Hyperheiler. Haben wir hier unten sonst noch was? Naja, nur was zum Zertrümmern. Dann hüpfe ich nochmal hier hin, aber das bringt uns gar nichts. Bringt uns weder vor noch zurück. Alles klar. So, da haben wir es geschafft. Wir sind wieder außerhalb der Höhle. Ich kann wieder auf das Fahrrad steigen. Genau, da kommen wir überall nicht rauf. Da sind nur Runterwege. So, was haben wir hier? Eine Beere. Mhm, die nehmen wir uns mit. Und ja, es ist ein Obstbaum, der leer ist, ist mir bewusst. Und eine Antipaarbeere, okay. Die schadet auch nicht im Inventar. Nehme ich sehr gerne mit. Okay, ja, jetzt können wir uns aussuchen, ob wir nach links oder rechts gehen. Okay, mein unruhiger Finger hat schon für uns entschieden. Ich trainiere auch Pokémon. Möchtest du gegen mich kämpfen? Na klar, warum nicht? Können wir machen. Habe ich nichts gegen. Patrick. Patrick mit seinem Mankey. Level 17. Okay. Könnte schon übel für Harald ausgehen. Wenn er uns jetzt eine fette Kampfattacke reinbastelt. Aber Harald scheint das nicht zu interessieren, dass das böse sein könnte. Harald ist da ganz abgehärtet. So, noch ein Angriffsplus für uns. Das gefällt mir. Und noch eine Trainerin. Ich trainiere auch Pokémon. Kämpfen wir. Gut, dann machen wir das. Genau, ich werde jetzt aber kein zweites Mal durch diese Höhle durchgehen. Weil wir, wenn ihr es von vor 3 Minuten noch im Kopf habt, wo wir die Pfade hatten, wo wir nur runterhüpfen konnten, wo wir nicht draufkamen. Genau, da kommen wir später nochmal runter. Und dementsprechend werden wir uns den Wanderer auch später schnappen, auch wenn er dann natürlich ziemlich unterlevelt sein wird. Aber spielt ja dann auch keine Rolle. Genau. So. Das haben wir auch weg. Harald ist Level 24. Sehr, sehr gut. Und da hätten wir es. So ein Mist. Tja, passiert. Ernsthaft? Ernsthaft? Scheiß Radfratz.
So, raus hier. Genau. Und den Ort hier kennt ihr vielleicht noch. Ganz am Anfang sagte ich, hier bräuchten wir momentan noch nicht hin. Aus dem einfachen Grund, dass wir da nicht trainieren sollten, weil die Pokémon da doof sind. Genau, wir sind wieder zurück. Wir sind durch die Dunkelhöhle wieder nach Hause gekommen. Genau, deswegen haben wir auch Togepi extra dabei, damit wir hier Bescheid geben können. Oliver, du siehst großartig aus. Was? Dieses Pokémon? Das ist also aus dem Ei geschlüpft. Also schlüpfen alle Pokémon aus Eiern. Nein, vermutlich trifft das nicht auf alle Pokémon zu. Es wartet wohl noch jede Menge Forschungsarbeit auf uns. Danke, Oliver. Du hilfst uns beim Aufklären vieler Pokémon-Mysterien. Bitte nimm dies als Zeichen unserer Wertschätzung. Ein Ewigstein. Ja, gut. Das ist ein Ewigstein. Einige Pokémon entwickeln sich weiter, wenn sie ein bestimmtes Level erreichen. Ein Pokémon, das den Ewigstein trägt, wird sich aber nicht entwickeln. Gib ihnen ein Pokémon, das sich nicht weiterentwickeln soll. Wüsste ich nicht, welches das ist. So, und wenn wir einmal hier sind. Hallo Mutti. Ich brauche ein bisschen Geld. Hi, willkommen. Ich sehe, du bemühst dich sehr. Ich habe dein Zimmer aufgeräumt. Ist es wegen deinem Geld? Ja, es ist wegen meines Geldes. So, dann heben wir mal was ab. Oh, sorry. Ja. Ja, abheben. Wir wollen... Wir haben 6.000. Komm, dann nehme ich mal 4 mit. Wir müssen ein paar Bälle kaufen. Danke, Mutti. Und hier können wir auch mal gucken. Erstmal ablegen. Und zwar... das Elixier. Und den Ewigstein. Genau. Mitnehmen. Haben wir irgendwas drin? Ja, den hier. Supertrank. Und ein Schutz. Das hat unsere Mom uns also gekauft. Hurra. Das hat sich ja gelohnt. Gut. Dann könnten wir da rein theoretisch trotzdem nochmal gucken. Ob sich hier auch was hat. Bett, Federbett, nein. Poster, Karte, nein. Okay. Wir haben noch keine andere Deko. Ist in Ordnung. Leute, wir haben es geschafft. Damit haben wir alles erledigt, was ich für uns heute so für den Anfang geplant hatte. Jetzt müssen wir nur noch zurück in bekannte Gefilde gehen, wo wir unter anderem noch Trainer übrig haben. Dann haben wir noch den Tanzpalast. Und genau. Dann geht's jetzt weiter in Teak City. Wir können Harald ein bisschen mehr trainieren. Auf dem Weg dahin. Das passt. Und wir haben endlich auch einen Visor gefangen. Endlich haben wir eins. Visor, Speer. Ein sehr vorsichtiges Pokémon. Es stellt sich auf seinen Schweif, um die Umgebung zu beobachten oder so. Ich weiß es nicht, war zu schnell weg. Keine Ahnung. Ja, und ich muss gestehen, ich würde gerne mal wieder im Dunkeln spielen. Aber das wird die nächste Zeit leider nicht gehen, weil ich mal wieder Nachtschicht habe, deswegen. Die, naja, Spätschicht. Das heißt, die war die einzige Zeit, wo ich wirklich effektiv dazu komme, Pokémon zu spielen, ist tagsüber. Warum will ich eigentlich hier? Gibt's nicht hier auch einen? Ja, genau, da muss ich nicht durch das Gras da oben. Okay. Das wäre erledigt. Dann holen wir uns hier die Beere noch. Mhm, sehr gut. Okay. Rosalia City oder Rosalstadt. Nein, das ist Rosalia. Dann ist Rosalstadt die zweite Stadt in der dritten. Ich komme da ein bisschen durcheinander, muss ich sagen, weil die so ähnliche Namen haben. Gut. Die Beere nehmen wir uns auch mit. Und dann sind wir doch gleich wieder da. Alles ganz entspannt hier. So, moin Leute. Na, super. Natürlich. Was auch sonst. Wenn nicht, enthaupt sie. So, Harald. Einfach abhauen. Okay. Dann hier einmal. Ja, wir wollen hier zerschneiden. Dann wollen wir hier nochmal zerschneiden. Ja, einmal Zerschneider, genau. Sehr schön. Dann kurz Pokécenter. Ich möchte nämlich nicht riskieren, dass unser Harald besiegt wird. Da hätte ich was gegen. Weil, um es zu einem Psyana zu entwickeln, brauchen wir ja, wie schon mal angemerkt, die Vertrautheit. Weshalb wir es ja auch zum Coiffeur gebracht haben.
Und deswegen darf es nicht besiegt werden. Das wäre äußerst unschön. Da kriegen wir nämlich nur Rückschritte und darauf habe ich keinen Bock. Rückschritte sind keine guten Schritte. Genau, so. Und wenn wir jetzt hier weitermachen, kann ich euch auch mal zeigen, diese kleinen Bäumchen, die hier fast überall stehen, die sind nämlich die Kopfnussbäume. Und da kann ich euch mal zeigen, was da so passieren kann. Da passiert gerade nichts. Ich meine, wir haben zwar eh keine Bälle, also egal wie gut das Pokémon ist, was da jetzt runterfällt, wir würden nichts bekommen. Udo ruft uns an. Hey, howdy. Ja, heute ist wundervoll. Mein Blutzucker sieht super aus. Ich wünschte, ich könnte es dir zeigen. Ja, und ein starkes Nidoran-Weibliches besiegt worden. Glückwunsch, Udo. Ja, dann zeige ich euch das später nochmal, wenn gerade nichts runterkommt. Und wir kämpfen erstmal gegen die beiden. Jora und ich arbeiten immer zusammen. Thomas? Thomas Anders, bist du's? Nora und Joe. Ich wusste nicht, dass Thomas Anders sich heutzutage Joe nennt, aber... Gut. Ich hinterfrage keine Namensentscheidungsprozesse. Das ist mir egal. Ich habe das Gefühl... Ich weiß nicht, ob es stimmt, ja? Aber ich habe das Gefühl, dass unser Harald möglicherweise einen Vorteil auf Angriff hat. Ich weiß es nicht genau, aber ich kann es mir vorstellen. Wenn ich mir das hier so angucke, wie der hier alles wegmäht. Du bist gemein! Tja, das passiert. Okay, was haben wir hier noch so? Ein Taubsi, gut, haben wir hier noch ein Taubsi. Mach, dass du wegkommst. Okay, Teak City hat uns zurück. Dann gehe ich mal kurz in den Markt. Verkauf das Angriffsplus, kauf uns mal wieder ein paar neue Superbälle. Und dann geht es auch schon los mit Eisbeere. Ich bin nie vereist. Komm, mach den weg, mach den Inventarplatz frei. Nein, Schutz behalte ich, aber Angriffsplus kann weg. Ja. Genau, und dann Superbälle. Superbälle. 12 Stück. Genau, und können wir auch... Nein, Schutz können wir gar nicht kaufen. Warum nicht? Das ist ja blöd. Na gut. So, hallo Leute. Na? Du hast hübsche Pokémon. Darf ich sehen, wie sie kämpfen? Ja, klar, warum nicht? Die Kimono Girls. Sehr interessante Kämpfe. Edith. Und als erstes geht's gegen einen Flamara in den Ring. Unser Harald gegen seine Weiterentwicklungen. Ich hoffe, wir können uns gut gegen die anstellen. Rutenschlag. Oh ja, wir können uns gut gegen die anstellen. Verteidigung sinkt. Bringt dir aber nichts, weil du schon besiegt bist. Und 700 Erfahrungspunkte. Das sieht gut aus. Ich hoffe, Harald erlernt bald Biss, damit wir es auch in der Arena einsetzen können. Oh, du bist sehr stark. Ja, und das werde ich deinen Schwestern jetzt auch noch zeigen. Ich tanze immer mit meinen Pokémon. Natürlich trainiere ich sie auch. Gut, wenn du meinst. Was haben wir hier? Ich sag Natara. Psyana. Wenigstens in der richtigen Generation gewesen. Harald, Kopfnuss. Ob Psyana schneller? Gut. Wenn Psyana einen ähnlichen Verteidigungswert hat wie Flamara, was es leider nicht hat. Aber kommt schon nah ran. Dann können wir es auch wieder mit derselben Combo ausschalten, auch wenn es schneller ist. Level 25. Aber noch kein Biss. Egal, Kaiko heißt sie. Oh, beinahe. Fast hätte ich dich gehabt. Oh, wer bist du? Ist meine Haarspange nicht hübsch? Oh, ein Pokémon-Kampf. Ja, ein Pokémon-Kampf. Und deine Haarspange? Ja, deine Haarspange ist super. Linda. Natara, da ist es. Das könnte ein bisschen problematischer werden. Das hat eine erhöhte Verteidigung. Da könnten wir vielleicht sogar 3 Angriffe brauchen. Möglich ist es. Möglich ist es. Oh, nochmal Kopfnuss. Ja, da ich doch. Also, alles nicht so einfach hier. So, weg damit. Okay. Aber trotzdem easy. Ich habe keine Pokémon mehr übrig.
So, ich sag als nächstes Aquana. Nee, das ist Blitzer, weil sie blau ist, das kann nicht Aquana sein. Oh, du bist ein süßer Trainer, willst du kämpfen? Ja, können wir gerne machen. Hab ich nichts gegen. Wilma. Aquana. Also doch etwas Aquana. Na gut. So, Harald, los geht's. Gegen seine Entwicklungen zu kämpfen und schon gegen drei davon gewonnen zu haben, ist eigentlich schon echt traurig. Für die Entwicklungen. So. Das haben wir mit Zurückschrecken sogar. Ohne Damage zu. Ohne es einmal angreifen zu lassen, besiegt. Du bist stärker, als du aussiehst. Und dann noch als letztes ein Blitzer. Gefällt dir mein Tanz? Ich kenne mich auch gut mit Pokémon aus. Das werde ich für dich hoffen. Das wäre sonst traurig. Wenn du dich nicht mit Pokémon auskennen würdest, aber welche hättest? Lore. Die arbeitet wahrscheinlich in der Mine. So. Und Kopfnuss. So. Psyana ist tatsächlich das schnellste von allen. Hätte ich nicht erwartet. Eigentlich ist Blitzer das schnellste. Zumindest meine ich das. So, Harald Level 26. Biss, bitte? Immer noch nicht. Verdammt. Oh, du kennst dich auch gut mit Pokémon aus. Oh. Ja, das tue ich. So, das wären die. Schon erledigt. Dieser Mann hat immer sein Rizoros dabei. Er sagt, dass er ein Pokémon haben will, das Surfer und tanzen kann. Versucht er etwa ein monosynchron Schwimm-Pokémon zu besitzen? Keine Ahnung. Diese Kino-Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Die Art, wie du kämpfst, ist wie ein Tanz. So etwas sieht man nicht oft. Ich möchte dir das geben. Nur zu, nimm's ruhig. VM03, der Surfer. Das ist Surfer. Damit können Pokémon jedes Gewässer überqueren. Vielen Dank. Die Kino-Girls sind so hübsch. Aber sie müssen hart trainieren und sie müssen so viele Dinge lernen, bevor sie öffentlich auftreten. Aber wenn du etwas liebst, dann ist alles möglich. Ja, ja. Ja, das denke ich auch. Gut. Die Kimono Girls werden besiegt. Wir haben den Surfer. Dann gucken wir doch mal, dass wir mit dem Surfer auch noch unser Felino ausstatten können. Oder habe ich es abgelegt? Nee, ne? Doch, ich hab's abgelegt. Egal. Brauchen wir jetzt auch nicht. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Jo. Okay, die werden benötigen wir deine Pokémon, bitte. Bam, bam, badaram. Genau, einmal unser Harald wieder fit machen. Wobei, ich bin gerade am Überlegen. Gibt's hier schon Fähigkeiten in diesem Spiel? Gibt's hier schon Fähigkeiten? Fähigkeiten? Nee, ne? Pokémon-Fähigkeiten gibt's noch nicht. Kann Evoli nicht Schaufler lernen? Nein, kann's nicht. Schade. Das wäre die perfekte Möglichkeit gewesen. Na gut, ist egal. Dann kämpfen wir noch nicht in der Arena. Und da oben können wir eigentlich auch noch nicht rein, weil da müssten wir da zweimal rein. Alles kompliziert. Dann gehen wir erstmal hier entlang. Wo sagst du, kommst du her? Neuborkia? Professor Lind wohnt dort, nicht wahr? Du hast einen langen Weg auf dich genommen, um hier heraus zu gelangen. Oh ja, das habe ich. So, dann lesen wir erstmal das Schild. Route 38, Oliviana City, Teak City. Genau, hier haben wir erstmal noch einen Vogeltrainer. Den kenne ich mit seinem Dodo. Nichts Neues. Fliege hoch in die Luft, mein herrliches Vogel-Pokémon. Du hast ein Dodo. Eigentlich sollte das nicht fliegen können, meiner Meinung nach. Es hat keine Flügel. Timo. Wie soll das fliegen können? Erklär mir das. Das geht nicht. Nicht möglich. Na gut. Sollte ich mich nicht drum kümmern. So. Noch ein Dodo. Du solltest auch nicht fliegen können, obwohl du ein Level stärker bist. So. Und noch eins. Ja, noch eins. Und du solltest auch nicht fliegen können.
Egal, dass du jetzt Level 17 bist. Das ist einfach nur strange, dass ihr das könnt. Also wirklich, Harald ist super. Hätte ich nicht gedacht. Normalerweise trainiert sich das Evoli nicht so einfach. Ich fühle mich, als würde ich mich selbst in die Lüfte heben. Ich glaube, wir haben ihn getötet. Der arme Mann. So, eine Beere. Wie viele Beeren haben wir denn jetzt? Ich glaube, wir haben auf jeden Fall genug. Zumindest gehe ich davon stark aus. So, okay. Dann können wir hier einmal ringsrum gehen. Und haben hier einen Matrosen. Ich war im Ausland. Deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten. Jede einzelne. Glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht, Pierre. Wahrscheinlich warst du in Kanto. Mit deinem Felino. Felino Level 19. Oh. Gucke, es hatte sogar überlebt. Wow. Respekt, Felino Level 19. Du hast dir mal einen Ruckzuckhieb verdient. Aber du gibst halt keine Erfahrungspunkte. Jedenfalls nicht so viele. Deine Fähigkeiten sind Spitzenklasse. Ja, ich weiß. Ich bin halt einfach super. So, Hallöchen. Bist du ein guter Trainer? Wenn ja, dann zeigst du mir, wie man ein guter Trainer wird? Boah, ich kann's probieren. Also zuerst mal brauchst du Pokémon. Und dann musst du einfach trainieren. Rosemarie. Barty. Level 18, das wird auf jeden Fall auch einen Angriff überdauern. Glaube ich zumindest. Ja, genau. Und es setzt Heuler ein, aber es trifft nicht. Okay, umso besser. Weg damit. Aha, 450. Okay, fast Level 27. Ich hoffe so sehr, dass es bald Biss lernt, aber ich weiß nicht, wann es das tut. Ich brauche die Unlichtattacke. Sonst will ich nicht in die Arena gehen, in die vierte. Komm, Harald, komm. Biss. Komm, bitte. Ach, immer noch nicht. Mann, oh. Ich verstehe, so kämpfst du also. Ja, so oder so ähnlich. Okay, dann haben wir hier noch einen Typen. Jetzt probiere ich etwas aus, das ich heute gelernt habe. Schau's dir doch mal an. Gut, dann schauen wir mal, was der Schuljunge so gelernt hat. Lutz mit seinem Pantimos. Pantimos? Los, Harald, mach's weg. Guck mal, hierfür könnten wir auch Biss gebrauchen. Hätte nur Vorteile, das zu können. Barriere. Verteidigung steigt stark. Sollte trotzdem nicht den Ruckzuckhieb aushalten. Genau. Lutz ist auch weg. Ich fürchte, ich habe noch nicht genug gelernt. Ja, das glaube ich auch. Okay, wen haben wir hier unten noch? Eine holde Dame. Hallo, du bist ja ein süßer Trainer. Darf ich mir deine Pokémon anschauen? Weiß nicht. Bin da eher zwiegespalten. Jutta. Hoppspross. Okay. Guck mal, Harald, so schließt sich der Kreis. Das war das erste Pokémon, was du je besiegt hast. Ein Hoppspross. Zumindest, was du je besiegt hast, seitdem du bei uns bist. Wer weiß, was es vorher gemacht hat. Und noch ein Hubbeluff. Dann kriegt man die Entwicklung ran. So, und Kabam. Und das war's. Ich bin froh, dass ich deine Pokémon sehen durfte. Ich bin froh, dass ich gegen dich gewonnen habe. Tipps für Trainer. Wenn sich ein Pokémon weiterentwickelt, dann kannst du diesen Prozess aufhalten. Drücke während der Entwicklung einfach den B-Knopf. So wird das Pokémon erschreckt und es bricht die Entwicklung ab. Ganz grausam. Ganz, ganz grausam. Route 39. Oliviana City, Teak City. Ja, du. Ach komm. Zeig doch mal, was deine Pokémon drauf haben. Gut, dann zeige ich dir das. Ja, ich wollte eigentlich nur noch die Farm hier links angucken. Aber gut, dann machen wir jetzt André noch fertig. Ist in Ordnung, habe ich nichts gegen. Los, Harald, mach's platt. Vielleicht lernst du ja nach dem Kampf hier Biss. Das wäre schön. Oh, Volltreffer, sehr geil.
Aber was kommt noch? Noch eins davon. Nein, wir bleiben dabei. Und machen's weg. Oh, Level 20. Das wird sicherlich eine Kopfnuss überleben. Ja, das überlebt es sogar sehr gut. Doch. Attacke. Und das wär's. Komm, und jetzt Kopfnuss. Komm. Nicht Kopfnuss. Biss. Komm. Immer noch nicht. Mann, ich will doch nur Biss haben. Deine Pokémon sind wirklich fähig. Ja, das sind sie. Das sind ja auch unsere Pokémon. Kumu Farm. Unsere bekömmliche Milch ist sehr erfrischend. Mhm, da staunt ihr, Leute. Ein Obstbaum mit einer Minzbeere. Keine Ahnung, was die macht. Aber wir haben sie. Genau, und hier unten haben wir ein paar Miltank und ein Nugget. Ich weiß gar nicht, ob hier noch mehr versteckte Items liegen. Wir nutzen mal kurz den Detektor. Wir sind jetzt eh schon über der Zeit. Und ich wollte halt heute wirklich noch die Miltank-Farm dann machen. Der Detektor reagiert nicht. Gut, wenn ich hier drüben stehe, reagiert er dann. Alles klar, dann war es nur das Nugget. So, Hallöchen. Mein Milchton gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Fast jeder trinkt sie gerne. Es würde mir viel Milch geben, wenn ich es mit vielen Beeren füttern würde. Glaube ich zumindest. Okay. Unsere Milch wird sogar nach Kanto geliefert. Wenn uns unsere Milchton keine Milch mehr geben, dann wird es ein echtes Problem. Dann gucken wir doch mal, ob wir helfen können. Miltank ist krank. Es braucht viele Beeren. Miltank ist krank. Es braucht viele Beeren. Okay, Miltank. Miltank, hier hast du eine Beere. Miltank, hier hast du noch eine Beere. Genau das ist der Grund, weshalb ich die ganzen Beeren gesammelt habe, damit wir das Miltank wieder gesund machen können. Das arme kleine Ding. Miltank ist schon gesünder. Drei Beeren. Hä? Ich habe doch nicht auf B gedrückt. Ich habe auf A gedrückt. Ja, wir wollten eine Beere geben. Ist ja traurig aus, weil wir ihm keine Beere geben wollten. So, ist viel gesünder. So, noch eine Beere. So. Und Miltank ist vollständig gesund. Oh yeah. Wir füttern Miltank. Ja, wir füttern Miltank. Wie viele Beeren haben wir jetzt noch? Sogar noch eine übrig. Guck mal. So, gern geschehen, Leute. Oh, du hast unserem Miltank geholfen. Jetzt gibt's wieder Milch. Hier, für deine Mühe. TM13. Das hier ist Schnarcher. Das ist eine seltene Attacke, die nur ein schlafendes Pokémon einsetzen kann. Überlege dir also gut, wie du sie anwendest, Kleiner. Gar nicht. Wie findest du die Milch von meinem Miltank? Sie ist mein ganzer Stolz. Du gibst einfach sie ein Pokémon, um die KP aufzufrischen. Ich gebe sie dir für nur 500 Pokédollar. Nee, danke. Du hast kein Interesse? Dann komm aber wieder, wenn du möchtest, ja? Klar, machen wir. So, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich da mal sagen. Wir haben heute wieder viel geschafft. Wir haben die Düsterhöhle erkundet. Wir waren bei Professor Lind das Togepi zeigen. Wir haben die Kimono Girls besiegt. Wir haben den Weg zu Teak City freigemacht. Und schon den oberen Teil dieser Route hier. Das heißt, in der nächsten Folge geht's nach Oliviana City. Dann erkunden wir das. Dann sollten wir auch alle Möglichkeiten haben, das nächste Teammitglied zu holen. Und mal gucken, ob wir das dann tun. Und vielleicht hat ja Evoli bis dann Biss erlernt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!